Does the Soviet prosecutor wish to ask any? С вашего разрешения я хотел бы задать ряд вопросов. Какие силы полиции и СС были в вашем распоряжении в 1941-42 году, когда вы состояли высшим руководителем полиции и СС в тыловом районе центральной армейской группы? Meinem Befehl direkt waren unterstellt 41 ein Polizeiregiment der Ordnungspolizei. Außerdem zeitweise circa auf 2 bis 3 Monate eine SS-Kavalleriebrigade. Подчинялась ли вам Einsatzgruppe B, во главе которой стоял Небе? Nein. Отчеты Небе вы получали или нет? Direkt nicht, ich habe sie mir aber besorgt. Что вы знаете о деятельности Einsatzgruppe B? Die Einsatzgruppe B saß, der Sitz war in Smolensk und sie operierte genauso wie die anderen Einsatzgruppen. Man hörte überall gesprächsweise, dass die Juden zusammen gesammelt wurden und in Ghettos gebracht wurden. Каким способом части Вермахта истребовались для участия в борьбе с партизанским движением? Путем ли специальной заявки, по какому-либо определенному плану или от случая к случаю? Ein bestimmter Plan im Allgemeinen lag wohl nicht vor. Es wurden zwar sogenannte Großunternehmen zentral eingeleitet und geplant und durchgeführt. In der Mehrzahl waren die Partisanenbekämpfungsunternehmen aber Unternehmungen impulsiver Art, weil jeder untere Kommandeur verpflichtet war, von sich aus sein Gebiet Partisanen reinzuhalten, also von sich aus Unternehmungen durchzuführen. Dr. Exner, für den Generalstab und OKW. Herr Zeuge, Sie haben gesagt, Sie waren Chef der Bandenbekämpfung, nicht wahr? Chef der Bandenkampfverbände. Ja. Sagen Sie, wenn so anarchische Verhältnisse da existiert haben, warum haben Sie nicht das System geändert? Weil man mir niemals Befehlsgewalt gegeben hat. Wie, weil? Weil man mir niemals Befehlsgewalt gegeben hat. Ich durfte weder befehlen, noch hatte ich die Disziplinargewalt, noch war ich Gerichtsherr. Ja. Haben Sie Ihren Vorgesetzten über diese Verhältnisse gemeldet?
Jeden Tag. Ich hatte einen ständigen Stab bei Himmler. Und haben Sie Vorschläge über eine Änderung gemacht? Laufend. Und warum sind die nicht verwirklicht worden? Ich glaube, ich habe mich vorhin ganz klar ausgedrückt, weil ich der Ansicht bin, dass man diese Änderung nicht wollte. Sie haben auch, wie Sie uns gesagt haben, jeweils Ihrer vorgesetzten Behörde berichtet über die Toten und Verwundeten und Gefangenen beim Gegner nach einer derartigen Aktion. Sagen Sie, in welchem Verhältnis ungefähr sind denn da die Gefangenen gestanden zu den Toten? Beim Gegner. Tja, das war im Einzelnen verschieden. Also man kann nicht alle Unternehmungen da über einen Kamm scheren. Tatsache war, dass die Gefangenenzahl doch wohl die Feindtoten um ein Vielfaches übertrafen. Die Gefangenen übertrafen die Toten. Aber auch erst in den Jahren, seitdem dieser Befehl war, dass Gefangene gemacht werden durften. Dann mitten in der Rede, Sie haben dann, aus Protest den Saal verlassen. Ich habe mitten in der Rede den Saal verlassen, jawohl. Den Saal verlassen. Das war aus Protest. Bestimmt, jawohl. Ja, also Sie waren mit der Rede nicht einverstanden. Das wegen der Rede nicht, sondern aus Protest. Ja, also wegen des Inhalts der Rede. Nein. Darf ich dann bitten, wogegen Sie protestieren wollten? Es ist ja bekannt, dass ich einen scharfen Kick... Es ist ja bekannt, dass ich in Ostpreußen einen scharfen Kampf gegen den damaligen Gauleiter Koch geführt habe, der zu seiner Beurlaubung führte. Und dass ich mit Koch in einer derartigen Kampfstellung war, dass ich es nicht verstand, dass der Reichsminister Schacht, der doch weiß Gott nicht dieser Richtung Koch angehört.